Hallo und herzlich willkommen beim Whisky Turntable. Heute möchte ich mit euch hier ein Blind Tasting machen. Und zwar so ein richtiges, wo ich nicht weiß, was am Ende bei rauskommt. Ich habe letztens ein Sample bestellt für das nächste Video, was ich so drehen will. Und war klar übers Internet, wurde eine Flaschenteilung angeboten. Habe ich eben mitgemacht. Und da stellte sich raus, dass eben der Verteiler ja meine Videos kannte und hat mir das Sample geschickt. Und Überraschung, Überraschung, ich bekam einen Umschlag und einen kleinen Brief dazu, in dem er schreibt, dass er gerne Blind Tasting selber macht und mir auch eine kleine Freude machen wollte. Und dann hat er mir eben dieses Sample hier geschickt. Ohne Aufschrift. Ich hoffe mal, es ist ein Single Malt drin oder wenigstens ein Scotch. Darüber haben wir nämlich in dem Sinne auch nicht geredet. Also Whisky ist klar, aber das kann ja auf der Welt vieles sein. Ich hoffe, es ist wie gesagt ein Single Malt. Ich weiß wirklich sonst nicht mehr, ob jetzt da jetzt die speziellste der speziellen Sonderabfüllungen drin ist, irgendein Einzelfass oder ob da ein Standard drin ist. Also was weiß ich, was steht bei den großen Shops immer irgendwie zigtausend Whiskys? Es kann alles sein. Ne? Ja, ich mache mal auf. Schicken wir mal ein. Also ist auch immer noch versiegelt. Ich habe auch noch keine Nase genommen. Ich sehe mich ja immer noch als Anfänger. Ich habe ein paar Whiskys probiert und ein paar auch schon getrunken, um es mal so zu sagen. Aber es gibt so viele Destillerien, von denen ich entweder noch nie was im Glas hatte oder eben einfach mal kurz bei irgendeinem Tasting. Und wenn es dann der vierte oder fünfte war, ihr kennt das, dann hat man da nicht mehr so das Gedächtnis am anderen Tag. Besonders wenn danach noch mehr kam. So. Kommt noch nicht ganz so viel durch. Erstmal Frucht. Nicht rauchig, schöne Fruchtnote, aber schütten wir ein. Von der Farbe, ich habe ja letztens mein Video mit der Färbung gedreht, wo ich da meinen Standpunkt und meine Meinung zu erzählt habe und ein bisschen mit Zuckercouleur rumgespielt habe. Kann ich mich jetzt schon sehr aus dem Fenster lehnen. Ich finde die Farbe erstmal, dass sie natürlich rüberkommt. Aber da haben wir jetzt auch mal so einen Vergleich, wenn man es nicht weiß. Sonst, wenn man es weiß, ist es ja einfach. Oh, der sieht aber künstlich aus. Ja. Nehmen wir mal eine Nase. Riecht wie ein Space Cider. Ha, schon festgelegt. Das riecht schon fest im Kopf. Gut, dass es davon nur 100.000 gibt. Also kein Rauch. Richtig schön fruchtig. So. Ja, was ist es? So. Birne, Apfel, würde ich sagen. Stechen tut nichts in der Nase. Bisschen Karamell vielleicht. Vom Geruch würde ich erstmal sagen, Ex-Bourbon, ohne Sherry, aber das Bekloppte ist, es kommt mir vor, als ob ich den schon mal gehabt hätte. Ja, schon mal interessant. Ich finde das, wie gesagt, geil. Ich wollte das mal selber machen, aber es bringt nichts. Ich habe irgendwie so 16, 17 Flaschen offen. Davon ist dann die Hälfte rauchig. Die andere Hälfte oder dann ein großer Teil sehr sherry-lastig. Mein Plan war meiner Frau zu sagen, komm, such dir einen aus der Bar aus. Ich hätte auch noch irgendwie 10 oder 15 Samples gehabt, wo noch was drin wäre. Aber irgendwie wäre man im Kopf ja immer gefangen, weil man die durchgeht, die man offen hat. Und so, ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich probiere mal.
richtig fruchtig. Die Stärke ist da. Ich meine jetzt auch eine gewisse Eiche zu haben, was auf einen vielleicht etwas älteren hindeutet. Alkohol ist da, jetzt nicht, dass er störend ist, aber der müsste mehr als 40 haben. Allerdings ist das jetzt seit mehreren Tagen wieder mein erster. Ihr kennt das, ich bin da schon mal beim ersten Schluck gerne so ein bisschen gut dabei. Auf jeden Fall gehört er für mich in die Kategorie leichter Malt. Also wenn das ein Wetting aus mehreren Fässern ist, also eine größere Abfüllung, und da haben sie, also wenn, dann haben sie ganz geringen Sherry-Einfluss. Ich behaupte gar keine, war so richtig schön blumig. Space Cider habe ich längst nicht alle durch. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass das nicht ganz meine Welt ist, aber jetzt bin ich schon so festgelegt. Vielleicht ist es ja auch einer aus den Highlands oder ein Lowlander. So ein Ochentoschen oder wie die heißen ist. Das wäre ja wieder bei den Lowlander, so Glen oder Glenkinchie. Ich hoffe, das ist noch ein Lowlander. So gut habe ich die gar nicht drauf. Richtig frisch finde ich den in der Nase. Angenehmer Malt, also null Rauch. Das ist klar. Hoffe ich. Ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Also so macht das richtig Spaß. Ich schicke auf jeden Fall ein Sample zurück. Ich denke, das gehört dazu. Das soll man machen. Er schrieb ja selber auch, dass ihm das Spaß macht. Ich hatte nochmal mit ihm geschrieben, dass ich ein Video mache. Ich glaube, ihm war das fast ein bisschen unangenehm. Deshalb, ich sage jetzt hier auch keine Namen oder sowas. Um Gottes Willen. Aber nochmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit dieses Videos, wo ich komplett im Dunkeln tappe. Oh, was hatte ich denn da letztens so alles im Glas, was so Space Cider waren? Was ist das? Ich hatte letztens einmal ein Imperial im Glas. Die gibt's ja nicht mehr. Fand ich, der kam ähnlich rüber. Ja, ich drehe mich hier im Kreis. Also ich probiere ihn nochmal. Jetzt habe ich ihn ja auch im Rachen. Jetzt roch er auch schon noch intensiver in der Nase. Kommt eine ganz schöne Würze hinterher. Wenn er Ex-Bourbon war und eine stärkere Würze hat, wie gesagt, wird für ein älteres Alter sprechen. Ich hoffe, da kommt jetzt kein No-Age-Statement raus oder sowas. Komm, Kinder, ich habe mich ja festgelegt. Ist ja sonst auch langweilig irgendwo. Wie gesagt, ich sag Space Cider, Ex-Bourbon, wenigstens 43% Alkohol, keine 40, ungefärbt. Ich werde es dann mal nachher herausfinden, dann kann ich es einblenden. Ja, solange jetzt kein sherry-lastiger Isla Malt rauskommt, der stark rauchig ist, ist ja alles in Ordnung. Briefumschlag habe ich noch hier unten liegen. Nee, das, Moment, wo habe ich ihn denn? Ach, das ist ja jetzt wieder was. Wo habe ich denn den Briefumschlag? Nicht richtig vorbereitet. Entschuldigung, warte mal, ich guck mal. So, hier habe ich ihn, den Umschlag. Meine Frau hatte den direkt an sich genommen. Sie verwaltet ja sonst die Umschläge und bereitet das Blind Tasting vor. Und ich habe ihn nicht mehr in die Hand bekommen, als ich ihr den gezeigt habe. Und jetzt musste ich sie erst eben fragen, wo das Ding denn abgeblieben ist. Ich öffne hier mal. Oh Gott, wie ist denn zugeklebt? Tomaten Legacy. Tomaten ist ein Highlander, oder? Ah! Tomaten 43%.
lag ich ja schon mal richtig so halb. Legacy ist, meine ich, nur Age Statement, also sprich jünger. Mit meiner Eiche lag ich dann doch ein bisschen verkehrt. Ex-Bourbon? Weiß ich nicht. Wartet mal kurz, Kinder. Wofür habe ich denn von Hotte den Katalog? Nicht nur für die Toilette, sondern hier auch für die Unterstützung beim Videodreh. Ja, wo hat der denn Tomaten versteckt? Wenn das jetzt zu lange dauert, dann spule ich mal ein bisschen vor. Tomaten, da haben wir ihn. Legacy. Dann habe ich mich mit meiner Eiche irgendwie, wo habe ich ihn hergezogen? So, ja, ist auf jeden Fall Ex-Bourbon. Ist auf jeden Fall kein Sherry-Fasszeichen oder Holzfasszeichen dran. Tomaten Legacy, Single Malt Scotch Whisky. Dieser Whisky duftet nach Vanille, Marshmallows und frischer Ananas. Ja, Ananas, das passt, wenn ich das dann lese. Waren auf jeden Fall richtig schöne Fruchtaromen da drin. Und ich hatte den 18-Jährigen getrunken im Sommer. Der ging in die Richtung, obwohl der hat einen Sherry-Fass-Finish, aber das ist so leicht in meinen Augen. Ja, das erinnert mich daran. Geschmack ist leicht und delikat mit Karamellsüße. Ja, Karamell hatte ich in der Nase. Süße auch. Die Früchte verbinden sich mit etwas Pfeffer im Abgang. Rein und leicht. Ja, wann das der Pfeffer dann meine, was ich mit Eiche in Verbindung gebracht habe, enthält Farbstoff Zuckercouleur. Also auch auf die Schnauze gefallen. Gut, Tomaten. Jetzt mal eben gucken. Whiskybrennerei, hier steht alles produziert, aber welche Ecke? Ich blende euch ein, welche. Ob das jetzt ein Highlander ist oder ob der noch zur Speyside gehört. Ich meine, das ist ein reiner Highlander, aber ich weiß es nicht. Also wenn, dann lag ich da auch falsch, wenn es darum ging. Haben die das denn hier nicht immer so sortiert nach den Gruppen? Irgendwie war das doch. Mal gucken. Bin ich auch gleich hier vorne, was? Ja, also hier steht einfach Highlands dabei. Naja, komm, ich leg's weg, damit es nicht hier zu langweilig wird. Ja. Da ist ja noch was drin. Ja, wenn man es weiß, ne? Erinnert mich stark an den 18-Jährigen, auch wenn ich sie direkt jetzt im Glas hätte, doch bestimmt unterschiedlich wären. Aber leichter Malt lag ich ja wenigstens richtig. In meiner Speyside, wie gesagt, ich denke mal, mehr Highlander habe ich mich verritten, Farbstoff habe ich mich verritten, Alter habe ich mich verritten. Kein Sherryfass, lag ich auf jeden Fall richtig. Nicht rauchig, ja, das rettet mich noch ein bisschen, ja, gut, ist ja jetzt auch nicht so schwer. Ja, spannende Sache. Ich habe euch auch noch was mitgebracht, wo ich nicht direkt wusste, was mich da erwartet. Ich zeige es einmal. Der letzte Whisky. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich lese immer so ein bisschen nichts Anspruchsvolles und das bekam ich, wie gesagt, zu Weihnachten geschenkt. Wusste ich als erstes nichts damit anzufangen. Letzten Endes bin ich aber froh, dass ich es gelesen habe. Ist ein Krimi, der um die Welt des Whiskys drumherum gebaut ist. Also da passiert praktisch ein Mord, ja, nicht in der Destillerie, aber an der Destillerie und die Leute von der Destillerie sind sozusagen verwickelt und spielt zum Großteil eben auf Isla. Es vermittelt ein schönes Bild von Isla. Ob es stimmt, wage ich dann eher zu bezweifeln. Die Hauptperson hat mich ein bisschen genervt. Heute ist ja normal, dass man da keinen allglatten Helden oder Ermittler da mehr macht, sondern eher so Typen wie, ja, ich weiß nicht, kennt er eben hier Dr. House oder The Mentalist oder was auch immer, eben so schräge Vögel. Hier ist es ein Professor, der
kulinarischen Genüssen sehr zugetan ist. Ich glaube, da drin hat er auch seinen Doktor. Und davon gibt es, ich glaube, das ist der vierte Fall. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Da gibt es auch welche, da geht es dann um Käse und um Schokolade. Also es zielt andauernd in diesem Buch auf Whisky ab. Wenn man da eben so ein Nerd ist, wie ihr und wie ich, liest sich das eigentlich ganz gut und man findet das schön, wenn man Sachen, entweder kennt man sie vielleicht noch nicht, die meisten kennt man, aber vielleicht erfährt man noch das eine oder andere Detail. Und wie gesagt, auf Isla zum Beispiel reist er eigentlich durch jede Destillerie dadurch. Und dieser Professor, ich weiß nicht, ob ich es überlesen habe, ich habe extra noch mal einen Großteil oder einiges nachgelesen, der wird überhaupt nicht erklärt. Also ich kein Alter, nicht wie er aussieht, überhaupt nichts. Also ich kam mir beim Lesen immer so ein bisschen blind vor, weil ich nicht wusste, wenn die anderen Charaktere wurden erklärt, sozusagen ihr Wesen, ihr Aussehen, und er war für mich einfach so blind. Wie beim modernen Krimi gibt es dann da hier auf jeden Fall zwei Handlungsstränge und der Hauptakteur im zweiten Handlungsstrang, der ist sozusagen irgendwie so eine Art Partner, kann man sagen, der ist richtig cool. Der hat das dann auch für mich sozusagen von Personen her gerettet. Und wie gesagt, die Whisky-Materie war sehr, sehr cool. Über Käse oder Schokolade, nee, Leute, das ist nichts für mich. Ich esse gerne Käse und Schokolade, aber wenn mir dann der einer, bevor der dann da weiter ermittelt, erstmal fünf Seiten was von irgendwelchen Käsesorten erzählt, das brauche ich nicht. Aber wer Spaß hat beim Dram mal ein Buch auch mit unserer Materie zu lesen, was jetzt kein Fachbuch ist, als die olle Whisky-Bibel oder sowas. Lockere Geschichte kann man gut lesen, 300 irgendwas Seiten, also braucht man auch jetzt nicht so die Welt. Kleine Empfehlung. Das soll es gewesen sein. Nochmal danke für das Sample und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao!